Hallihallo und willkommen zur 30. Folge unserer neuerdings ja Simulationskarriere mit Plymouth Argyle, wo wir immer noch anstreben, eventuell in die Premier League aufzusteigen. Sollte alles klappen und sollten wir eine Menge Glück haben, wäre das natürlich möglich innerhalb der nächsten 2-3 Saisons. Aber mal sehen, wie weit wir kommen und wie wir unseren Verein jetzt noch mit unserem sehr, sehr, sehr geringen Geld mit den, ja, gut verstärken können. Und da war für mich nur noch eine Sache klar. Ich musste mich mal auf dem freien Markt durchschauen. Also Spieler, die nur Gehalt kosten, natürlich keine Ablösesumme. Aber da gibt's oftmals Spieler, wo man sich denkt, wow, die sind gar nicht mal so schlecht von den Werten her, die man zumindest am Anfang sieht. Dieser Herr Ferreira hier in die Innenverteidigung, der hatte sehr, sehr schöne Werte, 18 Jahre jung und dann noch ein Stürmer, der auf Außen spielen kann. Wieso sollte man sich dadurch den Kader nicht verbreitern? Ich dachte, ich frage nochmal nach Budget an und Tatsache kriegen wir diesmal sogar noch 640.000 Budget dazu, was wir natürlich gut gebrauchen können bei unserem, ja, nicht allzu hohen Gehalt, nicht Gehalt, sondern Budget bisher, ist jede einzelne kleine Verstärkung natürlich was Schönes. Und das Geld wollten wir natürlich direkt mal in neue Spieler investieren. Als erstes habe ich gesehen, dieser Byron Lawrence, ja, der sah von den Werten ganz nett aus, 20 Jahre jung. Engländer, der kann was werden. Als nächstes habe ich diesen Namen, ich werde ihn nicht versuchen auszusprechen, Kurzzahlen, wie auch immer, habe ich ein paar Videos gesehen gehabt, dass viele den drin hatten, ich kannte den auch überhaupt nicht, Linksverteidiger aus der von Zenit St. Petersburg, aber 18 Jahre jung und soll sich anscheinend ganz gut entwickeln, deswegen habe ich mir gedacht, kann ich doch mal drauf bieten. Ja, irgendwie kriegen wir dann tatsächlich für 100.000 Byron Lawrence zu uns ins Team, wie ihr gleich sehen werdet. Und er hätte direkt von Anfang an Marktwert schon 250.000 oder so. Also ich weiß auch nicht ganz, was Ipswich Town da veranstaltet hat. Als erstes kriegen wir aber hier Araújo Cele Junior, der auf Sturmspitze oder auf den Außen fungieren kann, was natürlich aber ganz schön ist. Dann versuchen wir auch unseren Linksverteidiger zu erhaschen. Was gibt's noch so? Dann hier unseren, ja, leider müssen wir ein bisschen mehr machen bei unserem Innenverteidiger, den ich gern hätte, und zwar eine höhere Rolle, aber ich habe mir gedacht, oh, mit 18 Jahren könnte der tatsächlich eine ganz nette Rolle bei uns im Team einnehmen, während wir hier Lawrence, wie gesagt, 60er Bewertung, 100.000, ich denke mal, da kann man nicht meckern für so eine neue Zentrale. Dann kriegen wir eventuell auch unseren neuen Linksverteidiger, mittlerweile 20 Jahre alt. Er ist 18 mal gelogen, aber er ist, glaube ich, am Anfang von FIFA 17 oder 18. Also, ja, kann ich nur empfehlen für euch. Als Backup-Linksverteidiger kann man den auf jeden Fall mal holen. Dann Lorenzo, also Ferreira, 1,90 Meter groß, 18 Jahre jung, 64er Bewertung, kann ich nicht meckern. Also genauso hoch in der Bewertung fast wie Rotpuller und der ist schon Mitte, Ende 20. Oh, da bahnt sich auf jeden Fall nochmal ein Generationswechsel an. Der sich also in unserer Verteidigung da vollzieht, denn auch mit unserem Zenit St. Petersburg Linksverteidiger, der jetzt dazu stoßen wird, ja, ich glaube aus Turkmenistan kommt der, ja, der wird auch auf links Stamm spielen bei uns, also werden wir eine relativ junge Verteidigung nächste Saison haben mit Hector Bellerin, Nelson Ferreira und diesem Linksverteidiger von Zenit. Ja, das ist auf jeden Fall unsere Verteidigung in den meisten Spielen für die kommende Saison, kann ich euch schon mal sagen. Da wird nichts mehr dazu kommen. Die stand dann, denn die sah jetzt auch relativ gut aus, wie ich finde. Shortman könnten wir dann guten Gewissens abgeben für 450.000 an Birmingham City. Der Vorstand sagt uns, wir sollen bitte nicht absteigen. Und das ist ein Ziel, das ich natürlich auch versuchen werde einzuhalten. Denn absteigen wäre jetzt gerade nicht etwas, was sehr gut in meinen Plan passt, irgendwann mal aufzusteigen. Ich habe vor, die Saison mich nochmal zu etablieren. In der Liga nochmal all meine Spieler in der Wertung aufsteigen lassen. Vor allem die ganzen Youngster, die hoffentlich jetzt nochmal nach der Zeit, nochmal nach einer Saison in dieser zweiten Liga schön in ihre Wertung steigen, um dann in der neuen Saison vielleicht die Premier League Plätze anzugreifen. Ob wir es schaffen, kann ich nicht versprechen. Ich habe keine Ahnung. Muss ich mal sehen, wenn ich dann das nächste Mal aufnehme. Aber wäre natürlich ganz schön, wenn nicht, müssen wir uns in der nächsten Saison zumindest mal darum kämpfen bei den oberen Plätzen und dann in die Premier League, mal sehen, ob wir es überhaupt alles noch schaffen. Ich hoffe natürlich, denn unser Ziel war ja von Anfang an, dass wir zumindest mal in die Premier League kommen und das Ganze würde ich natürlich schon ganz gerne einhalten.
und euch auch noch präsentieren, dass wir es tatsächlich schaffen, mit einem der schlechtesten Viertligisten in die Premier League aufsteigen zu können, mit nicht wirklich vorhandenen Geldmitteln, nur mit Spielen und ein paar ganz netten Deals, auch wenn noch nicht wirklich viel dabei waren. Vor allem diese Gratisspiele haben bei uns bisher eigentlich relativ gut eingeschlagen, denn ja, einige sind schon richtig gut in der Wertung hoch, vor allem an Wert hoch. Wenn wir die verkaufen würden, jetzt schon, würden wir schon einiges an Geld gut machen, würde ich behaupten. Da sind ein paar gute dabei. Martial zum Beispiel, unser zweiter Stürmer manchmal. Nicht Martial, sorry, Mangala. Martial ist der, der auf jeden Fall unseren größten Umsatz, uns den größten Umsatz bescheren würde, wenn wir ihn mal verkaufen sollten. Ich kann nicht sagen, dass es passiert, aber ja, sollte irgendwer mal nächste Saison oder diese Saison noch, obwohl diese Saison kommt kein Angebot, das kann ich euch sagen. Also ich weiß es nicht mehr auswendig, aber ich meine, es kommt keins. Also mal sehen, ob wir irgendwann eins bekommen. Ich werde ihn nicht auf die Transferliste setzen, weil ich habe das Gefühl, wenn man ein Spiel auf die Transferliste setzt, ist es so, dass dann das Angebot niedriger wird. Da soll irgendein Team sich mal bereit erklären, den haben zu wollen. Und dann verkaufen wir ihn vielleicht, wenn das Angebot gut ist. Für nicht viel Geld werde ich ihn nicht verkaufen. Dafür ist er einfach zu gut und zu wichtig für unser Team. Vor allem von seiner Bewertung zurzeit schon her. Ihr seht, wir starten ganz gut in die Saison. Ein paar Siege waren schon dabei. Außer halt, ja, jetzt werdet ihr sehen, im Capital One Cup werden wir von Southampton mal eben komplett zerstört. Mal eben ein 5:1. Ja, lief nicht ganz so. Aber ja, Southampton, da müssen wir uns nichts vormachen. Gegen die müssen wir auch nicht gewinnen. Ja, dann brauchte ich noch einen Ersatzkeeper, da Cole erstens etwas älter wurde jetzt mittlerweile und zweitens, ja, ich auch keinen zweiten Keeper hatte und nicht auf das Glück des Tüchtigen hoffen konnte, dass der Cole die komplette Saison ohne Verletzung bleibt. Deswegen, ja, holen wir uns wieder einmal einen freien Spieler und zwar Christopher Duffy, keine Ahnung wer das ist, 21 Jahre junger Keeper, den kann man auf jeden Fall guten Gewissens auf die Bank setzen. Und im Notfall auf jeden Fall dann auch spielen lassen. Dann habe ich überlegt, Christensen, den hatten wir letzte Saison schon mal ausgeliehen, hat ganz gut gespielt. Ja, 200.000, da kann ich mich, denke ich mal, nicht drüber beschweren. Sollte Chelsea das akzeptieren, haben sie dann akzeptiert. Sollte Christensen dann akzeptieren, zu uns zu wechseln, akzeptiert er. Haben wir das nächste Schnäppchen gemacht, würde ich behaupten. Ich meine, Lawrence 100.000, Christensen 200.000. Dazu einige Spieler vom freien Markt. Ich denke mal, wir haben ganz gut gewirtschaftet bisher in diesem neuen Fenster. Ich meine, wir können keine ganz großen Deals erwarten, vor allem keine Spieler, die man kennt, denn es sind zwar einige Spieler, die man wirklich kennen könnte dabei, während hier, guck mal, Bayern bietet für Mangala, unseren Youngster, den wir letzte Saison vom freien Markt geholt haben, 2 Millionen waren aber doch zu viel, aber schon mal interessant zu sehen, dass die ja, Spieler doch ganz gut ankommen. Also, was ich sagen wollte, dass halt wir gut gewirtschaftet haben, auch wenn das Transferfenster jetzt vorbei ist, denn, ja, ihr könnt halt keine Namen erwarten, die man so kennt, denn selbst wenn ich einen Julian Green von der Bewertung her in mein Team passen würde, der verdient jetzt schon bei den Bayern 40.000 oder sowas und in der Regel, egal wie hoch eine Bewertung ist und egal wie bezahlbar er für mich wäre, das Gehalt kann ich halt nie und nie und nimmer stemmen und deshalb könnt ihr solche Spieler halt bei mir nicht erwarten. Dann habe ich versucht, nur ein paar Verträge zu verlängern und Barry entscheidet sich dann irgendwie doch noch bei uns zu verlängern, weil ich dachte, oh, kann ich mal versuchen, bei ein paar dann doch nochmal zu verlängern, jetzt wo ich noch ein bisschen Geld über habe und gerade auch nicht so das Potenzial sehe, dass wir im nächsten Sommerfenster nochmal wirklich krass einkaufen, zumindest mit dem Geld, was wir jetzt haben, dann müsste sich schon irgendwas verkaufen, damit wir nochmal einkaufen würden, neue Saison. Also im Wintertransfer, jetzt eine neue Saison ist natürlich immer ein anderes Kistchen. Aber ja, es lief relativ ordentlich, wie gesagt, die ersten Spieltage. Aber dann ging's los mit dem 5:1 gegen Southampton, dass es doch ein bisschen bergab geht. War ja klar, dass ich mit dem Team wohl noch nicht vollständig in der Spitze angekommen sein kann und deswegen nicht jedes Spiel gewinnen kann und nicht gewinnen werde. Dafür war mein Team einfach noch nicht gut genug. Aber solange ich mich auswärts immer wieder an so ein Unentschieden krachen konnte und zu Hause die meisten Spiele gewann oder gewinne, war ich eigentlich ganz zufrieden mit der Leistung meines Teams. Unentschieden zu Hause geht auch mal klar. Aber solange wir uns da um die Plätze in der oberen, ja zumindest im Mittelfeld hielten, sagen wir nicht die ganze Zeit in den Abstiegsplätzen rumgegaunert haben, war ich eigentlich schon zufrieden.
zufrieden. Ihr seht, eine ganze Menge Spieler bei mir wollten mittlerweile wechseln, da sie zu wenig sich gewürdigt gefühlt haben und zu wenig gespielt haben, was ich jetzt nicht unbedingt so gesehen habe, aber gut, ich habe ja gesagt, neue Generationen der Verteidigung vor allem, da ist es nicht so einfach, die ganze Zeit alle Spieler und ihre Ansprüche zu befriedigen, das klingt falsch, aber ihr wisst, was ich meine, dass halt jeder Spieler gerecht wird seiner Rolle und ja, lieber auf die Youngster setzen, die sich dann geiler entwickeln und dann hoffentlich zur neuen Saison nochmal voll einschlagen. Ihr seht, wir hatten dann wirklich einen Durchhänger. Kein Sieg aus den letzten 5 Spielen oder sowas. Immer verloren oder unentschieden. Und ja, da ist natürlich die Frage, wie kommt man aus sowas raus? Immerhin mal ein 1:1 auswärts. Und dann musste Leicester jetzt aber mal wirklich hoffentlich. Und dann mal wieder ein Sieg, der auch wirklich höchste Eisenbahn wurde. Denn es ging wirklich tatsächlich in Richtung ja, untere Plätze, wie ihr vielleicht gleich mal sehen werdet, wenn ich irgendwann mal die Tabelle einschalte. Aber ihr seht, es werden immer mehr Spieler, die in der nächsten Transferphase bitte wechseln wollen. Ich dachte mir, dann hauen wir mal einen Teambericht rein und sehen, ja, Hector Bellerin mittlerweile 70er Bewertung, Nelson 70, Ferreira 66 und Linksverteidiger 65. Das liest sich doch schon mal ganz ordentlich, würde ich behaupten. Byron Lawrence 62, 100.000 geholt, Araujo de Junior, Martial 77 ist natürlich das Herzstück unseres Teams, 5 Millionen Marktwert jetzt schon. Ja, da könnte man auf jeden Fall ein bisschen Geld draus schlagen, würde ich sagen, sollten wir den verkaufen. Aber am liebsten würde ich ihn behalten. Einfach, weil ich erstens glaube, dass man ihn wirklich hoch in der Wertung bekommen kann, wenn man ihn wirklich von Tag 1 an hat und nur spielen lässt. Aber ja, ich glaube fast, dass wir nicht drumherum kommen werden, sollte ein gutes Angebot kommen, ihn zu verkaufen. Ansonsten werden wir keine Chance haben, in die Premier League aufzusteigen. Nur mit einem einzigen richtig guten Spieler. Da müssen schon ein paar mehr ordentliche Spieler hinzustoßen. Aber mal sehen. Wie gesagt, das liegt noch in weiter Ferne. Jetzt geht's erstmal darum, gegen den Abstieg zu spielen und versuchen, nicht abzusteigen. Das würde alle Pläne von uns durcheinander werfen. Wirklich alle. Und dann können wir das Ganze eigentlich auch schon vergessen. Denn dann werde ich nochmal absteigen. Dann werde ich es nicht mehr schaffen, aufzusteigen in die erste Liga, überhaupt nicht. Aber ja, so weit sind wir nicht. Es lief jetzt wieder okay. Auswärts unentschieden ist gut. Zu Hause gegen Millwall sollten wir eigentlich auch gewinnen und ja, machen wir leider nicht. Es waren einfach viel zu viele Unentschieden dabei in dieser Hinrunde der FA Championship. Das muss man einfach so sagen. Wie ihr seht, wieder Niederlage bei Hull City, dann zu Hause gegen Reading. 2:1, Doppelpack Lawrence, das lässt sich doch mal schön sehen. Bellerin leicht verletzt, kein Problem, konnte nächste Partie wieder ran, auswärts bei Watford. Und wieder Niederlage, ja, auswärts war unser Team noch nicht gefestigt genug, als dass sie da gewinnen konnten. Zu Hause gegen Leeds, wieder kein Sieg, 1:1 nur, auswärts bei Bristol, nächste Partie. Ja, ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Das läuft nicht wirklich darauf hinaus, dass wir uns die Saison für die Premier League qualifizieren. Denke ich mal, dürfte auch der Letzte von euch jetzt verstanden haben nach diesen Ergebnissen. Aber solange wir, wie gesagt, nicht absteigen, bin ich zufrieden, denn dadurch entwickeln sich unsere Spieler. Auch wenn wir jetzt ein paar Verletzungen zu beklagen hatten. Cole und Young sind es, glaube ich, die sich für jeweils 5 und 6 Wochen verletzt haben, was natürlich nicht ganz so schön ist. Während ja irgendwie jeder unserer Spieler gehen will, da wir tatsächlich jetzt auch schon wieder im neuen Transferfenster sind. Das ging doch relativ flott, kann ich behaupten. Und ja, jetzt sind wir quasi schon fast in der Rückrunde angelangt. Huddersfield, Rückrunde, startet genauso schlecht wie die Hinrunde. Ja, schade. Gut, Guerrieri sollte dann eventuell gehen. Einer von denen, die auf Transfermarkt gesetzt werden wollten. FA Cup zu Hause gegen Millwall. Wenigstens da wollten wir es aber ein bisschen behaupten. Und wieder nur 2:2. Und damit mussten wir in ein Rückspiel bei Millwall. Und das war natürlich keine sehr schöne Ausgangsposition. Ich habe dann das Angebot von Blackpool akzeptiert, da der junge Guerrieri einfach nicht mehr jünger wird, erstens. Und zweitens halt weg wollte. Rotpuller, einer der nächsten, die gehen wollten. Einer unserer ersten Einkäufe. Aber ja, hat auch einen Entwicklungsstopp hingelegt. Ferreira hat ihn längst überholt. Da ist nicht mehr viel für den zu holen. Christensen ist unser Backup-Verteidiger. Also ja, dann ging ich wieder los und bin auf den freien Markt losgegangen, um nochmal so ein paar Backup-Spieler zu holen. Mit Foden und Tembolo oder sowas in den Dreh habe ich dann auch zwei gefunden, die unsere Mitte besetzen wollten. Da ich umgestellt hatte, das System,
Ich weiß nicht, ob ich schon letztes Mal gemacht hatte oder jetzt erst. Und zwar auf ein 4-3-1-2 mit drei zentralen Mittelfeldspielern und einem offensiven Mittelfeldspieler. Brauchte ich auf jeden Fall ein paar viel mehr Spieler für die Zentrale, weil ich zu viele Außenspieler hatte, die jetzt nicht mehr gefragt waren für dieses System, höchstens als Sturmspitzen oder als Offensive. Aber für die Zentrale waren sie jetzt nicht mehr wirklich gut. Und deswegen, wie ihr seht, musste ich ein bisschen umdisponieren und habe mir nochmal ein paar Ersatzspieler für die Zentrale geholt, die uns hoffentlich dahingehend auch nochmal verstärken. Ja, ob wir noch ein paar andere Spieler kaufen oder ob es dabei jetzt bleibt und wir mit dem Team jetzt durchspielen, das werdet ihr erst in der nächsten Episode erfahren, denn da seht ihr, wie die Rückrunde so abläuft. Und ja, wenn es gefallen hat, würde ich natürlich über eine Wertung von euch freuen und ansonsten hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und ich würde sagen, bis dahin, Leute, und nächstes Mal seht ihr auch die Tabelle. Tschüss.